Handel gibt es nur einen Gott. Wir haben keinen Präsidenten, wir haben den Gott. Das ist singed. Wieso verfolge ich Schreibfehler? Hä? Nee, würde ich eigentlich nicht. Oh Mann. Karte ansehen. Hier im Süden ist der Durchgang. Okay, das heißt einfach glatt nach Süden und weiter geht's. Sekan, du bist der Gott, aber ich bin der Präsident. Weil wir brauchen keinen Präsident. Und der einzige Präsident, den es geben könnte, wäre der in Tropico. El Presidente. El Presidente. Bei Tropico könnt ihr auch mal spielen, das wäre auch mal eine Idee. Falls das jemand sehen möchte. Was der Wolf erst ziehen, der Totenkarren bekommt. Gut. Sicher, wenn es keinen Präsident gibt, brauchen wir keinen Vizepräsident. Leuchtet irgendwo ein, oder? Das ist ein bisschen so doppelt gemoppelt. Wir haben den Gott, das heißt, wir brauchen keinen Präsidenten. Das heißt, wir haben auch keinen Vizepräsidenten, weil wen soll der Vizepräsident ersetzen, wenn es keinen Präsidenten gibt? Haha, Präsidentenception. Nur hier. Gott. Ja, womit. Wer geht da drüben? Wir wieder bei Gott und anderen Problemen in der Nacht werden. Oh Mann. Dann bin ich eine Wassermelone. Okay, sehr gerne. Darauf können wir uns einigen. Ich mag nämlich Wassermelonen. Das finde ich toll. Oh, hier oben ist noch eine Wache. Na toll. Ach, da oben hängt einer. Eieiei. Heute kann man nur noch mit einem Messinghammer auf die Straße. Der liegt mal. Was? Ach, fuck. Ich bin nicht so leicht zu besiegen. Oxheart Perry. Riversides berüchtigter Pfandleiher. Ich sollte ihn besuchen, bevor er den Kehlkopf an den Meistbietenden verkauft. Er ist weg. Verdammt! Ernsthaft? Das funktioniert schon wieder? Hätte ich auch gewundert, ob das zweimal gefunkt hätte. Wir haben doch gerade angefangen. Hey. Und gute Nacht. Wenigstens Beute dabei hätten, aber nicht mal das. Mann.
Ich wollte nicht ins Südviertel reinsprinten, weil ich sonst vielleicht gleich in die nächsten Wachen gelaufen wäre. Aber naja. So oder so war es jetzt eine scheiß Idee. Ich habe noch ca. 15 Minuten Zeit zu voten, bevor ich in die Pause gehe. Wir umgehen mal die Wachen ganz entspannt. Da vorne sind auch welche. Mist. Irgendwas ist anders an dir. Moment, ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht. Der duftendsten Dockschwalbe von Skinmark. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mich in die Füchse. Gott. Ja, Prostitution war damals in England sehr, sehr gutes Geschäft. Bis Jack the Ripper kam, 1888. Bis heute weiß man nicht, waren es einer, waren es mehr, war es keiner. Gab es wirklich nur 5 Morde, da gab es 100, da gab es 20. 5 können eindeutig in Zusammenhang gebracht werden und weiß nichts darüber. Gar nichts. Eigentlich krass. Ich meine, der Typ hat Leute getötet und zwar nicht zu knapp. Oh, nice. Schade, das war's. Ich werde ihm zeigen, wie wir das in Schulzgate regeln. Gut, dass die Wachen so blöd zum... Naja, ihr wisst schon, sind. Die Hinrichtungen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Total langweilig. Ach, da schon mal einen an. Genau nach sowas habe ich gesucht. Seiken hat einen Waren gefressen. Sehr schön. Was hat er denn noch geschrieben? Außer dass du, ach so, da hast du wieder mal Emotes gespammt. Oh, schön. Was zum Geier habe ich jetzt genau ausgelöst? Weiß man nicht. Nein, Seiken, sonst hätte er sich nicht gesperrt. Einer meiner Zähne wackelt. Zieht man eine Tasche runter? Nö. Egal, ist auch nicht unser Ziel jetzt eigentlich. Ach, die Brücke war dieser Knopf, oder was? Oh, nein. Dieser Eintopf liegt mir aber schwer im Magen.
Ach. Gut, das hat jetzt auch nichts gebracht, da können wir trotzdem nicht weiter. Das nervt ein bisschen. Ja klar, Seikan, der Mupo des Auslandsaufwendig, ist klar. Den habe ich deutschen Hass beigebracht, warum auch nicht? Es ist... Bei allen toten Göttern. Was zum Geier bewirkt dieser Knopf? Weiß man nicht. Da wird auf jeden Fall das... So viele Wachen, so viele Wachen, so viele Wachen. Oh oh. Man kann den Fluss bis hier nicht. Ich höre ein Schlurfen. Wer ist da? Das könnte kritisch werden. Sehr kritisch. Da war nichts. Oh. Ich trottle schon natürlich genau ins Licht. Natürlich raubt einem diese Stadt den Verstand, auch nicht der Verstand. Das ist. Ja. Die Menschen waren schon immer ein komisches Völkchen. Hä? Ich höre ihn. Shit. Bleib stehen, Dieb! Ja! Die Hinrichtungen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Total langweilig. Gut, damit haben wir zumindest den außer Gefecht, dass das Ganze etwas leichter macht. Wo ist der mit der Armbrust? Oh, dieser genau da, Scheiße. Müssen kurz abwarten. Bis der wieder draußen ist. Ups, damit wir wieder hoch können. Ich weiß, wir machen zwar gerade was anderes, aber da liegt ein Schmuckstück am Weg und das will ich mir ehrlich gesagt nicht entgehen lassen. Ich habe das Fenster ist auch sehr schön. Befehle des Hauptmanns der Wache. Männer, scheucht nicht die Flussratten auf, ja genau. Vor allem nicht die Aalbeißer. Die Wache hat schon lange genug Probleme und offen gesagt, das Südviertel könnte uns kaum gleichgültiger sein. Ihr solltet hier nur die Scheiße vom Weg des Barons schaufeln und zu seiner verdammten Verwaltung sagen, jawohl, Sir, nein, Sir, Sir, drei volle Kisten, Sir, das ist alles. Osley Durham, Hauptmann der Wache. Ja. Er nimmt seine Pflicht als... Hauptwachmann teilt Dingens sehr ernst. Merkt man ihm total an. Das ist super. Scheffeln für die Oberschicht. Wisst ihr, wenn in diesen... Oh, ist ein Tresor. Wenn in diesen Laden wenigstens irgendwas drinnen wäre, aber die sind alle leer. Und zwar richtig leer. Lehrer sind sonst nur Lehrer. Oh Gott. Ein Parfümflakon, jawohl. Breitkopfpfeil, Wasserpfeil, okay. Schön. Ach. White Sail mischt also auf dem Schwarzmarkt.